Wenn im niederösterreichischen Pilachtal von Dirndl die Rede ist, empfiehlt es sich nachzufragen, ob das Dirndl oder die Dirndl gemeint ist. Meist geht es nämlich weder um das Kleid noch um das Mädchen. Im Pilachtal dreht sich alles um die Dirndl, also um den gelben Hartriegelstrauch und seine wertvollen Früchte. Den Beinamen Gelb erhielt der Strauch wegen seiner gelben Blüten, die zwar winzig klein, jedoch millionenfach auf den alten Sträuchern sitzen. Schon lange vor Laubausbruch springen sie auf und bereichern so die noch kahle Landschaft des Pilachtals mit gelben Farbwolken. Über den Sommer reift nun in aller Ruhe das heran, was das Pilachtal zum Dirndltal macht. Die leuchtend rote Dirndlfrucht. Nur etwa Hagebutten groß ist sie, doch das Farbspektrum der reifen Früchte reicht von orangerot bis schwarzrot. Mitte August beginnt die Ernte der frühen Sträucher. Dann legen und spannen gewissenhafte Dirndltaler ihre Netze aus, um die herabfallenden Dirndln darin sanft aufzufangen. Täglich sollen die Dirndln nun eingesammelt werden und möglichst frisch weiterverarbeitet. Zu Dirndlmarmelade, Dirndlsirup, Dirndllikör oder pikant eingelegten Dirndln. Wenn Ende September die letzten Dirndln von den Sträuchern fallen, dann stehen bereits viele Gläser und Flaschen in den Regalen. Es ist auch die Zeit, wenn ein ganzes Tal beim Dirndlkehrtag die Ernte des Sommers feiert. Nur der Dirndlschnaps, der wird erst im Winter gebrannt. Wenn draußen die dicken, runden Blütenknospen auf den Dirndlsträuchern bereits wieder vom Frühling träumen.